Yo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Food Diary. Mit Styles, hallo. Tschüss. Irgendwie habe ich das Gefühl, meine Haare sind heute wumm. Ich habe auf jeden Fall ein neues Food Diary für euch. Und zwar aus meiner Stoffwechselkur, die nicht wirklich eine Stoffwechselkur war, weil vieles dazwischen kam, weswegen ich es nicht ganz durchziehen konnte. Aber ich habe trotzdem ein paar Rezepte für euch mitgefilmt, die ich euch jetzt gerne zeigen möchte. Und Anfang Januar fange ich nochmal richtig mit der Stoffwechselkur an. Wenn ihr Bock habt mitzumachen, schreibt mich unbedingt an, irgendwie auf Facebook, Twitter, Instagram oder per Mail. Ist alles in der Infobox verlinkt, also schreibt mir gerne, wenn ihr darauf Bock habt oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder sonst irgendwas. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Video. So, wir läuten die Kur dann mal mit dem leckersten Essen der Kur ein. Und zwar Bolognese. Ja, das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Das sind einfach Zucchini-Nudeln in einem Spiralschneider als Nudeln geformt mit Rinderhack und passierten Tomaten und Gewürzen. Oh mein Gott, Leute, ich glaube, ich habe gerade das geilste Kuressen überhaupt gemacht. Ihr kennt ja bestimmt so Bauerntopf oder so. Und im Prinzip habe ich das gemacht, nur halt kurtauglich. Ich habe das im Thermomix gemacht. Ich habe als erstes eine Zwiebel, ein bisschen angedünstet, aber nur mit Wasser. Dann Hackfleisch dazu gegeben, Rinderhackfleisch, ein bisschen angebraten. Dann Tomatenmark dazu, 75 Gramm, 400 Milliliter Wasser mit Gemüsebrühe. Dann ein bisschen Gewürze. Ich habe Paprika edelsüß rein, Basilikum, Oregano, Salz, Pfeffer. Und dann, das sieht aus wie Kartoffel, aber ist es nicht. Es ist Sellerie, ganz viel Sellerie. Also ich glaube, boah, knapp 500 Gramm oder so. Dann habe ich ein paar Champignons rein und ein bisschen Paprika rein. Und das Ganze jetzt 25 Minuten kochen lassen. Und ich sag euch, Leute, es ist so, so, so lecker. Es schmeckt einfach original so wie Bauerntopf, was man kennt. Oh, da rastet die Katze aus. Es ist unfassbar lecker, also probiert es unbedingt aus. Essenszeit. Es gibt Weißkohl mit Hackfleisch. Dann Wasser, Tomatenmark, was habe ich noch drin? Ein bisschen Gemüsebrühe, Paprika, Salz, Petersilie und Dill. Und das werde ich jetzt essen und das ist sehr lecker. Yummy. Oh, hallo. Heute gibt es mal ein bisschen was Süßes zum Abendessen. Und zwar 250 Gramm Magerquark mit Zitronensaft. Dann habe ich mir eine Mandarine geschält und da reingemacht. Und Zucker, also so Zuckerersatz. Und da habe ich gerade mega Bock drauf, weil ich keinen Bock jetzt habe auf Salat oder warmes Essen oder so. Freue ich mich richtig drauf und das werde ich mir jetzt schmecken lassen. So, das gibt es heute zu essen. Das ist Blumenkohl, Brokkoli, Hähnchen, Curry mit Wasser als Soße, mit Curry und ein bisschen Tomatenmark rein. Das war's auch eigentlich schon. Und das ist ganz lecker. So, Essenszeit. Ich habe ein bisschen Rinderhackfleisch mit Tomatenmark angebraten und dann einfach Lauch dazu gegeben, bis der weich war. Gewürzt mit Salz, Pfeffer, Curry und Paprikapulver. Und das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Das ist sehr yummy. Stimmt's? So, heute gibt es zum Abendessen ein bisschen Magerquark mit Zucker, ein bisschen Zitronensaft und diesen gefriergetrockneten Cranberry and Friends. Das ist da drin. Ich habe aber nur ein bisschen genommen, also nicht alles. Und das ist mega lecker. Und das habe ich mir jetzt da reingemacht und das werde ich jetzt essen. Yummy! So, heute gibt es zum Abendessen wieder Magerquark mit ein bisschen Zuckergesüß, Zitronensaft und einer Mandarine und einem kleinen sauren Apfel. Und das werde ich jetzt essen und das ist sehr, sehr lecker, muss ich sagen. So, das war's auch schon mit meinem kurzen, knappen Food Diary. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Es waren vielleicht ein paar Inspirationen für euch dabei. Und vergesst nicht mir zu schreiben, wenn ihr auch Interesse daran habt. Und ansonsten verlinke ich euch jetzt mein letztes Food Diary aus der Stoffwechselkur hierhin. Und die Playlist von den Food Diaries hierhin. Und falls ihr es noch nicht getan habt, dürft ihr sehr gerne hier meinen Kanal abonnieren. Ich würde mich sehr freuen. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!